Ja, in Salzbergen auf dem Parkplatz eines Möbelhauses im Industriegebiet Holsterfeld ist es am Sonntagabend zu einem Verkehrsunfall gekommen, doch recht ungewöhnlicher Art nach unseren bisherigen Feststellungen und den Aussagen eines 54-jährigen Mannes war er mit einem BMW X3 mit seinen beiden Söhnen, einer ist 16 und der andere 14 Jahre alt, in dem Auto unterwegs und hat nach eigenen Angaben auf dem Parkplatz Fahr- und Bremsübungen durchgeführt. Der Wagen ist dann außer Kontrolle geraten und vom Parkplatz über einen Bordstein in die Außenwand des Möbelhauses geraten. Derzeit warten wir auf einen Verantwortlichen des Unternehmens, der das Gebäude öffnet, damit wir von drinnen nochmal gucken können. Wenn man dann das Ganze hier sieht, dann fällt natürlich die Anspannung relativ schnell ab, vor allem wenn man weiß, dass die Personen nicht eingeklemmt sind. Sicherlich hat der ein oder andere Kamerad ein Grinsen auf dem Gesicht gehabt, als er das Ganze gesehen hat. Ja, es gelten ja auf dem Parkplatz die Vorschriften der Straßenverkehrsordnung und das bedeutet, dass man einen gültigen Führerschein haben muss. Nach den Angaben des 54-Jährigen hat er den Wagen gefahren. Und wir haben diesbezüglich unsere Ermittlungen aufgenommen und haben die Airbags dieses Fahrzeugs sichergestellt. Die sollen untersucht werden, um letztendlich Klarheit darüber zu bekommen, wer den Wagen letztendlich gefahren hat. Ja, nach unseren bisherigen Feststellungen ist an dem Fahrzeug Totalschaden entstanden und die Außenwand des Möbelhauses ist beschädigt. Also wir gehen zurzeit von einem Sachschaden von insgesamt 50.000 Euro aus. Insgesamt können wir sagen, Gott sei Dank ist es glimpflich abgegangen. Der Materialschaden ist zu ersetzen und der Personenschaden ist nicht vorhanden. Das wäre dann nicht so schön, noch so kurz vor Weihnachten jetzt.